Hi Leute und willkommen mal wieder zurück zu Alien and Boss, die du sabberst. Hör mal auf zu sabbern, ekliges Vieh. So. Nein. Ich habe gerade vergessen, welche Taste ich drücken muss, um loszulassen. Das war mein Fehler. Und dass der Computer mich die ganze Zeit beleidigt, finde ich auch nicht so nett. Ich habe gerade gar nicht gesehen. Ja, ich weiß, dass ich ihn nicht gegen die Wand schmeißen muss. Aber ich könnte ihn eigentlich so lange gegen die Wand schmeißen, bis er tot ist. Ich weiß gar nicht, wie viel so ein Alien aushält. Er lässt immer zu früh los. Konka. Nein, ich bin nicht sehr gut darin. Darum wird der Endkampf auch nie enden. Es wird der Endloskampf quasi. So, das war das Erste. Au. Steh auf. Steh auf. Ja, ich versuch's ja. Aber ich weiß nicht wie genau. Ich hab ne Idee. Komm her. Dreh dich. Nein, dreh dich. Ja, nicht jetzt. Mann, ist das eine Kacke. Das nervt echt. Bam, 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 bam. So, drehen. Das war ein bisschen zu früh. Es backt sich immer da von der Wand weg. Seht ihr das? Au. Hey, das war jetzt... Ich kann nichts tun. Das hat mich irgendwie in die Wand befördert, dass ich mich nicht bewegen kann. Super. Super. Das macht Spaß. Nicht wirklich. Das macht gar keinen Spaß. Ja, dass immer diese verdammte Cutscene kommen muss, nervt auch. Bam, 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 bam. Na, da staunst du. So. Das war das Erste. Nein. Nein. Das ist jetzt nur meine Taktik. Oder auch nicht. Nein. Nein. Da war ich zu spät. Nein. Wie soll ich das machen? Ja, da komme ich gar nicht mehr weg. Ich habe eine Idee. Ich versuche mal das Vieh ein bisschen hierher zu locken. Wo es sich wegen dem Wind gar nicht mehr gut bewegen kann, aber...
Das interessiert's gar nicht, wenn ich nach ihm haue. Ich muss mir mal ansehen. Nee. So geht das nicht. Hä? Irgendwie muss ich was tun, dass ich es noch nicht weiß. Bam, bam, bam. Kann ich nicht einfach so nach seinem Schwanz greifen? Weiß ich nicht. Nee, es hat ihn ja nie oben. Warte mal. Versuch's einfach mal. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache. Auf jeden Fall kann ich nicht nach ihm schlagen. Doch, ich hab's. Gut. Okay. Das sollte ich treffen. Nein, ich wollte noch gar nicht drücken. Was ist jetzt mit dir? Wie habe ich das vorhin geschafft? Egal. Nein, ich bin nicht gut darin. Vor allem im Zielen nicht. Nein, das war zu spät. Mist. Was? Du warst einfach zu schnell für mich. Was muss ich jetzt wieder tun? Ey! Jetzt nervt's mich wieder. Wie habe ich das vorhin gemacht? Wie habe ich das vorhin hingekriegt? Ich weiß es gerade nicht. Da war ich zu weit weg. Nee. Ja, ich versuche ja, den da rauszukriegen, du verdammter Scheiß-Computer. Aber... manchmal treffe ich ihn und manchmal nicht beim zweiten Mal. Beziehungsweise ich weiß nicht, was ich tun muss, damit ich ihn effektiv treffe. So, das erste Mal klappt jetzt reibungslos. Nein. Nee, komm schon. Bam. Okay. Bin ich wieder beim zweiten Mal. Nein, ich wollte noch gar nicht loslassen. Verdammt. Hey. Bam, bam, bam. Okay. Verdammt. Das war knapp daneben. Nein. Nein. Ich versuch's doch. Ich versuch ja mein Bestes, aber es klappt nicht.
Ich muss einfach genauer zielen. Das ist mein Problem. Ja, ja. Nein. Hey. Komm schon her, du Mistvieh. Da habe ich mich jetzt ziemlich dumm angestellt. Schon beim ersten Mal. Ja, ja. So. Ja, da trifft er mich immer zweimal. Versuch's doch du selbst mal. So, bitte. Nein, das war wieder zu früh. Es glitscht. Na, und das war's schon wieder. Toll. Das ist echt nicht mehr toll. Es macht wirklich keinen Spaß mehr. Ich meine, es ist eine tolle Idee und so. Aber sich immer überall dreimal dasselbe machen muss. Ist ja wie bei Mario hier. Ja. Super, Leute, wir sehen uns, wenn ich das geschafft habe. Bis dann. So, Leute, ich bin jetzt beim dritten Mal. Ich habe gehofft, das ist das Ende. Ich hätte nie gedacht, dass das Ende wird so nah. Hä? Hallo. Was geht hier vor? Ist das ein Witz? Das Spiel ist eingefroren. Ich glaub's nicht. Was ist das? Hat die Test-Departement frei heute oder was? Das gibt mir eine Idee. Hallo? Sind da irgendwelche Softwareentwickler, die mich hören können? Ich schreib was. Hallo. Also, hier ist der Plan. Ich sage niemandem, dass es hier eingefroren ist, also ziemlich schlecht in einem Spiel ist, wenn du sagst, mit diesem Alien hilft. Was denkst du? Okay. Lösche diesen Hintergrund, der ist ziemlich doof. Das ist besser. Waffen? Okay. Mal schauen. Ja. Nimm das Katana. Das sollte es sein. Doppelte Spaß. Oh. Ja, er nimmt das Katana. Wuhu. Okay. Bring mich zurück zum Thronsaal. Cool. Jetzt, Mr. Alien. Mal sehen. In Position. Warten. So. Also. Auf mein Zeichen.
Und nicht früher. 3, 2, 1. Und Action. Bams. Ab mit dem Kopf. Wuhu. Oh nein. Das ist ein bisschen brutal. Ich kann das später putzen. Also. Ich glaube, das war's. Noch was anderes? Was sind das für Typen? Oh, hallo. Hallo. Oh, wenn das nicht Conker ist, wie geht's dir, Mr. Eichhörnchen? Du hast diesen üblen Panther-Typ getötet. Ja. Wir möchten ihn auch nicht. Da scheint ein leerer Thron zu sein. Komm schon, Conker. Auf den Thron mit dir. Was? Aber ich... Nein, ihr versteht das nicht. Ich möchte nicht wirklich König sein. Oh, nein. Ich habe was vergessen. Ich hätte Barry wiederbeleben sollen. Programmiere. Oh, die sind weg. Hey, was tut ihr? Geht weg von mir. Das wird gut sein. Hier sind die restlichen Typen. Ich mag's hier. Oh, Käse. Du bist König. König, ja. Du könntest nicht mal der König der Toilette sein. Ja. Du bist König. Hätte das gedacht. Kann ich dein General sein? Ja, von mir. Oh nein. Von allen Menschen auf der Welt, die ich nicht mag, bin ich in einem Raum voll von denen. Bisschen so schnell wie möglich von den Ferien zurückgekommen, um mit dir diesen wundervollen Moment zu feiern. Nicht wahr, Ladies? Der König ist tot. Lang lebe der König. Ja, lang lebe der König. Lang lebe der König. Hör auf mich, zu nachdrehen. Nein. Ja, vielen Dank. Jetzt hat er ein Haus voller Narren, aber keine Freundin mehr. Wenn das mal nicht scheiße ist. Ja, und so hätte sich der Kreis geschlossen. Also, da bin ich. König. König vom ganzen Land. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich schätze, ihr kennt es, diese Typen. Ja, ja. Ich möchte sie eigentlich gar nicht kennen, aber ja. Ich bin vielleicht König und habe all das Geld der Welt und all das Land und all so Zeugs. Aber wisst ihr? Ich glaube nicht, dass ich das will. Ich möchte einfach nur nach Hause. Zu Barry. Und ich weiß nicht. Ein Bier trinken. Naja, das wird nicht passieren. Es stimmt, was sie sagen. Das Gras ist immer grüner. Wenn du weißt, was du wirklich hattest. Und es weg ist. Ja, das ist wirklich so. Manche Dinge weiß man wirklich erst zu schätzen, wenn sie weg sind. Und jetzt ist seine Freundin weg. Das ist eigentlich ziemlich traurig. Das ist sogar sehr traurig. Deshalb sollte man manchmal besser überlegen, bevor man kurzfristig, naja, eine Entscheidung trifft. Dieses Spiel lehrt uns, dass alles Geld, all der Reichtum, alles nichts bringt, wenn man keinen hat, mit dem man es teilen kann, ehrlich gesagt. Weil... Was bringt dir das Geld,
all das Geld, all das Land, alles, wenn du doch einsam bist? Geht es eigentlich nicht nur darum, jemanden zu finden und mit ihm zu teilen, seine Wünsche, seine Träume? Mit ihm, ja, das Leben verbringen zu wollen? Geht es darum? Ich denke schon. Und wenn man diesen jemanden gefunden hat, sollte man ihn nie wieder gehen lassen. Ja, das ist die Moral von der Geschichte. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Jetzt kommt noch der tolle Abspann mit all den Leuten und so. Ja, was gibt's zu sagen? Das Spiel ist eigentlich sehr lustig. Es ist halt nur für Erwachsene. Wobei ich nicht glaube, dass dieses Spiel nur Erwachsene geschaut haben. Und auch nicht nur Erwachsene gespielt haben. Naja. Es ist ein lustiges Spiel. Es ist teilweise ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Nicht schwierig, aber... Für Leute, die so ungeschickt sind wie ich, ist es teilweise ein bisschen doof. Ja, so könnte man sagen. Aber all diese Anspielungen, diese Wortwitze, all das ist sehr lustig, sehr amüsant, muss ich sagen. Ein tolles Spiel. Ich kann es nur jedem empfehlen, ich kannte es ja vorher nicht. Das ist ein legendäres Spiel, ja. Man sollte es kennen. Aber ich hatte nie ein Nintendo 64. Deswegen kannte ich es natürlich auch nicht. Nur vom Hörensagen. Und jetzt muss ich sagen, doch. Es hat sich gelohnt, das zu spielen. Auch wenn die Steuerung teilweise ein bisschen hakelig ist und der Kameramann nicht so toll mit mir zusammengespielt hat. Ja, es hat alles drin. Es hat Shooter, es hat Jump'n'Run, es hat Zombies. Hauptsache Zombies. Ja. Es hat eine traurige Story. Eine, die zum Überlegen anregt. Sollte zumindest. Und ja. Ja, es gibt ja ein Remake davon. In HD für die Xbox. Und das werdet ihr dann bei Shawnee sehen. Genauso wie dieses Spiel hier auch. Ja. Die Beerdigung von Queen Mary. Ach, das war wahrscheinlich das Lied. Ja, ihr werdet dieses Spiel auch bei Shawnee sehen, so wie das Remake davon. Und er stellt sich bestimmt tausendmal besser an als ich, weil erstens kennt er das Spiel. Zweitens kennt er die Nintendo 64-Steuerung. Und drittens ist er besser als ich. Okay. So, what'll it be? Was möchtest du? Scotch. Single malt. Single malt. No ice. Kein Eis. A man of taste. Ein Mann mit Geschmack. There you go. Da. Whoa, that cowboy. Keep it coming. Yeah. Oh, leave the bottle. Lass die Flasche hier. Yeah. Okay. Kannst du das bezahlen, Conker? What's the matter? Was ist los? You du würdest es mir sowieso nicht glauben. Anyway. Obwohl. Naja, ich möchte nicht darüber reden. Ich möchte nur das hier trinken. Und da geht er mal wieder betrunken nach Hause. Das sieht nicht so gut aus heute. Ja, ja. Das haben wir auch schon quasi mal so gesehen. Ich hoffe, dieses Mal findet er den Weg nach Hause. Offenbar, ja, das war's. Und somit hat Conker viel gewonnen, aber das, was ihm wichtig war, eigentlich verloren. Ja, das kennen wir. Ja, damit... Jawohl. Nochmal polieren. Dankeschön, Conker. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns mit dem nächsten Projekt wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann, Leute!